Sagen Sie mal, spreche ich eigentlich Chinesisch? Red ich Chinesisch? Also wenn ich mich so reden höre, da kommt kein chinesisches Wort raus. Und trotzdem scheint es Leute zu geben, die meine Worte und das geschriebene Wort in den Videos nicht verstehen. Oder nicht akzeptieren. Habe ich Ihnen vor einer Woche oder zwei habe ich Ihnen ein Video gezeigt, wo ich Erde verglichen habe. Das war einmal eine torffreie Erde und einmal eine, die Torf enthielt. Und da sind eine ganze Reihe Kommentare drauf eingegangen. Jede Menge. Also äußerst viele. Und so zwei Drittel davon, die haben mich bestätigt. Die haben gesagt, ja, diese torffreien Erden, da können Sie, kommen wir nie mehr in die Tüte. Und ein Drittel ungefähr hat geschrieben, das war doch alles falsch. Ich habe da Äpfel mit Birnen verglichen. Ob ich da Äpfel mit Birnen verglichen habe, in diesem Video, bleiben Sie mal dran. Weil mag ja sein, dass ich da einem absoluten Missverständnis unterliege. Also, ich erkläre Ihnen das mal, wie ich das sehe. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuem Garten, ist der Schlag auf meinem YouTube-Kanal. Und es ist sowieso Ferienzeit, da brauche ich Ihnen nicht die allerwichtigsten Videos zeigen. So, passen Sie mal auf. Für mich teilt sich doch so ein Pflanzenleben in grob drei Teile. Das ist die Aussaat, also wenn der Samen in die Erde kommt. Dann die Anzucht, das ist die Zeit, wenn... Also von dem Moment, wo der Samen gekeimt ist und wo die anfängt, Nährstoffe aus dem Medium, wo er drin ist, zu ziehen, bis dass er irgendwann in den Garten oder ins Gewächshaus landet. Richtig. Drei Phasen. So. Wird ein bisschen komplizierter. Da ist dann bemängelt worden, ich hätte eine Anzuchterde mit einer Pflanzerde verglichen. Das wäre ja nicht unbedingt Sinn der Sache. Mag prinzipiell ja richtig sein. Aber ich will Ihnen das mal kurz erklären, wie bei mir hier die Pflanzen so in die Erde kommen. Das ist nur Paprika, Tomaten und diese dicken Gemüsezwiebeln. Alle oben in der Infobox verlinkt. Das sind Pflanzen, dann nehme ich Aussaaterde, also spezielle Aussaaterde. Da steht auch nur Aussaaterde drauf. Und wenn die groß genug sind, dann werden die pikiert in diese normale, dorfhaltige Erde, wie ich die in dem Video gezeigt habe. Alle anderen Pflanzen, ausnahmslos, also mir fällt keine andere ein, die kommen direkt in diese Erde rein. Da soll der Samen verdammt nochmal wachsen und die muss so viel Nährstoff enthalten, dass die Pflanze so viel hat, dass die bis zum Auspflanzen in den Garten oder ins Gewächshaus durchkommt. Sehe ich das richtig? So, jetzt stand auf dieser Packung torffreier Erde, stand drauf für Aussaat und Anzucht. Also wenn ich Aussaat und Anzucht nehme, dann gehe ich davon aus, das Ding ist so weit in Ordnung, dass die Pflanze darin so lange leben kann, bis dass die irgendwann draußen alleine zurechtkommt. Sehe ich das falsch? Mit dieser Methode bin ich bisher sehr gut gefahren. Also, wenn da mal in meinen Videos mal zu hören ist, da ist wieder so schlecht gekeimt, dann hat das schon seine Gründe. Die sind mir auch bewusst. Ja, ich bin ja nicht dusselig. Ja, das liegt entweder daran, ich habe das Saatgut irgendwo in der Resterampe beim Landhandel gekauft, das war abgelaufen, hat nur 10 Cent gekostet oder liegt bei mir schon seit Monaten oder Jahren rum, ist zu warm geworden oder ich halte die Pflanzen zu feucht, was bei den Bohnen zum Beispiel, bei den Stangenbohnen der Fall war, oder ich vergesse zu gießen, dann trocknen sie aus. Also da gibt es verschiedene Varianten. Also mir ist die Problematik schon bewusst und wenn ich das wirklich mit Akribie machen würde, würde ich das auch besser hinkriegen mit der Keimrate. Aber prinzipiell werden alle Pflanzen so in die Erde, oder alle Samen in diese ganz normale Erde reingesteckt und dann müssen die wachsen. Ist das falsch? Muss ich jetzt diese Anzucht von Gemüsepflanzen, muss ich die jetzt noch in 17 verschiedene Kategorien einteilen? Ja, in die ersten zwei Blätter brauche ich die Erde, in die nächsten zwei Blätter brauche ich die Erde. Oder wie läuft das ab? Wie handhaben Sie das? Gehen Sie da tatsächlich hin und nehmen eine Kohlrabi, ziehen die in Anzuchterde vor, pikieren die dann? Welcher Profi würde das denn machen? Also welcher Gemüsepflanzen-Jungproduzent macht sich denn die Mühe, eine Kohlrabi zu pikieren? Also, sehe ich das falsch? Machen Sie das? Dann lassen Sie mich das mal wissen. Jedenfalls, klar, der Vergleich mag hinken. Die eine Erde mag vielleicht ein wenig mehr Nährstoff enthalten, diese torfhaltige Erde. Aber wenn da drauf steht für Anzucht, Aussaat und Anzucht, dann gehe ich davon aus, das muss reichen. Ganz abgesehen davon, in dem Video war ja auch zu sehen, dass selbst zu dem Stadium, wo die Pflanze noch so klein war, aber selbst bei denen
ist schon offensichtlich, dass die, also auf der Seite hier, das sind die in der normalen Erde und das sind die in der torffreien Erde, dass die schon ein Stück größer sind. Also am Nährstoffmangel kann es nicht liegen, wo die also noch nicht mal irgendeinen Nährstoff aus dem Medium genommen haben, dass da schon ein Unterschied zu sehen war. Ja, also das selbst, und auch in der Folgezeit, ich meine, ich habe es ja verfolgt, also das ist also gravierend gewesen, wie die schon nach kurzer Zeit hinterhergehen sind. Ja, also das in dieser torffreien Erde, da kann nichts drin gewesen sein, entweder an Nährstoff, das wäre bedenklich, dann hätte da nicht Anzuchterde draufstehen sollen, oder aber es lag doch irgendwie an dieser Erde. Überhaupt fällt mir so manchmal auf, wenn ich so auf YouTube mich umgucke, was für eine Wissenschaft aus diesem ganzen Gärtnergedönse gemacht wird, was man alles tun soll. Also ich frage mich echt, wo diese Leute die Zeit hernehmen. Also ich habe eine Familie, ich habe einen Haushalt zu führen, ich habe einen großen Garten, ich habe einen YouTube-Kanal und noch eine Menge anderer Kram am Hals. Mir fehlt effektiv die Zeit, mich mit Kohlrabis zu befassen, die ich dann noch irgendwann pikiere oder noch nachdüngen soll. Mir fehlt da schlicht und ergreifend die Zeit. Ich stecke den Samen in die Erde. Entweder er keimt oder er keimt nicht. Wenn er keimt, was der in 95% aller Fälle ja auch zuverlässig tut, dann reicht mir das aus. Und dann hat die Pflanze so lange Zeit und so viel Nährstoff, bis dass die draußen in den Garten kommt. Sinn macht dieser Unterschied zwischen Aussaaterde und Pflanzerde oder Anzuchterde oder was auch immer, macht für mich wirklich nur Sinn bei hochwertigen Sachen, die man auch in geringer Stückzahl braucht. Also wenn ich eine Tomatenpflanze hier groß ziehe, habe eine spezielle Sorte, die ich unbedingt haben will, dann mache ich mir ja vielleicht die Mühe und gehe hin und kümmere mich wirklich darum. Dann will ich auch sicher gehen, dass das funktioniert. Aber bei diesen Standardsachen, ja, rote Beete, Zwiebeln, egal was das ist, Kohlpflanzen, alle Kohlpflanzen, da mache ich mir doch nicht die Mühe und nehme da irgendwelche speziellen Erden, muss mich darum kümmern wie ein Hampelmann, rein in die Erde, fertig. So bin ich also immer noch der festen Überzeugung, der Vergleich war durchaus in Ordnung. Aber Sie können mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie Sie das machen. Lassen Sie mich das mal wissen. Erklären Sie mir mal, was für Sie der Unterschied ist zwischen Anzucht und ob ich da eine spezielle Anzucht und Pflanzung und Aussaat oder ob ich da eine spezielle Erde brauche für jeden Kokolores oder ob ich nicht einfach mir die Sache einfacher machen kann. Samen da rein, keimt. Lassen Sie mich das mal wissen. Abonnieren, Like-Button drücken, den nächsten Amazon-Einkauf über einen der Links unten oder dem vorbei. Irgendein Einkauf bei dem Kollegen von Self-Bio, würde mich freuen. Kannst mir wieder irgendein anderes Experiment ausdenken, wo Sie sich dann wieder dran rumtipseln können. In diesem Sinne, bis dann.